Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Wir erkunden hier das Gebiet rund um den Mondlichtaltar, heißt es, glaube ich, ja. Wir haben hier noch eine Ruine offen und dann hier noch irgendwie ein Loch, in das wir uns fallen lassen können. Und dann sind wir hier tatsächlich durch. Ich hatte aber beim letzten Mal schon gesagt, dass wir erst einmal einen ganz schnellen Abstecher hier zur Kathedrale der Drachenkommunion machen. Also mal endlich, na endlich nicht, mal nach langem wieder zurück nach Caelid, ein Drachenherz einlösen. Wo war das? Wo war das? Hier kenne ich mich gar nicht mehr so gut aus. Da vorne war der Altar, ne? Hallo, Altar untersuchen. Wir lösen hier einfach Sachen ein. So. Was? So. Gut. Dann fehlt uns. Was fehlt uns noch? Nur noch das hier, ein Drachenherz. Dann haben wir hier schon wieder alles eingelöst, ne? Ja, unsere Augen könnten mehr mittlerweile echt nicht leuchten. Uiuiuiui. So, dann einmal zur Tafel der Gnade. Hallo? Schauen, ob wir was aufrüsten können. Und das dann natürlich auch aufrüsten. So. Nee, hier nicht. Ich will aus einem ganz anderen Grund hierher. Ha, habe ich schon wieder vergessen. Wir haben Astel besiegt und dafür gibt's was. Hallo. Kraft vom Echo erhalten. Echo der Ausgeburt hier. Das hatten wir gelesen. So, wir können entweder Bastardsterne erhalten. Okay. Oh, eine Kriegsasche. What the fuck? Okay. Aber erstmal hier schauen wir uns das einmal an. Dafür brauchen wir mehr Weisheit. Das ist ein Flegel. Mhm. Ein Flegel, den das Echo von Astel einst mit magischer Kraft erfüllte. Verursacht Magieschaden und besteht aus denselben vielfarbigen Sterntrümmern wie die Ausgeburt des Abgrunds. Ja, ich sehe die Ähnlichkeit auf jeden Fall. Einzigartiges Talent Sternennebel erfüllt die Sterne der Ausgeburt mit Magie für einen ausladenden Schlag. Dieser Angriff erzeugt eine dunkle Sternwolke, die nach kurzer Zeit explodiert. Wenn ich an Astel zurückdenke, kann ich mir das vorstellen, okay. Aber die Kriegsasche hier, die interessiert mich jetzt aber auch. Wellen der Finsternis. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität magisch. Naja, bringt uns jetzt nicht so viel, aber okay. Und folgendes Talent. Wellen der Finsternis rammt die Waffe in den Boden, um 3 Wellen der Finsternis zu entfesseln. Setzt mit einem starken Angriff nach, um die Waffe in einem weiten Bogen zu schwingen. Zur Verwendung mit Großechsen, Kriegshämmern, großen Speeren und gigantischen Waffen. Ja, ist glaube ich eh nicht in unserem Interesse tatsächlich, wenn ich die Waffen mir anschaue. Also würde ich hier den Flegel nehmen. So. Haben wir den? Ich bin immer noch so am Liebäugeln hier mit Radans Helm, ne? Wobei ich den hier witzig finde, aber den finde ich cool. Den finde ich cool. Naja, das erstmal dazu. Dann. Ja, ich gehe ja schon. Ihr wollt mich in der Hauptstadt haben. Ich soll mich um Marika kümmern. Ja, wei. So, hallo. Und zwar, wir können Latenda aufrüsten. Ach, konnten wir beim letzten Mal auch. Ich war nur noch hin und her gerissen, ob ich es tatsächlich tue. Ich habe mich jetzt entschieden, Latenda wird aufgerüstet. Wir können sie auch nochmal aufrüsten. Ich muss nur dafür Runen einlösen. Mir ist auch aufgefallen, die hier habe ich noch nicht ausprobiert. Das muss ich jetzt wirklich demnächst machen. Ich werde die gleich mal ausrüsten. Die wollten wir uns nämlich noch anschauen. Aber das hier hebe ich mir als kleinen Joker auf. Wenn ich mal sehr am Struggeln bin, dann möchte ich die hier verwenden. Deswegen verbessere ich die schon mal so ein bisschen. Dann muss ich mal eben hier mir Runen holen. So. Die kann ich direkt einmal nutzen. Das waren 5000 Runen, meine ich. Jo. Und das genügt aber nicht. Wir lösen
Ah, war das eine jetzt hiervon? Ich glaube schon. 3800 Rune sind das. Wir haben jetzt dann 10.300. Ich glaube, das hat... Ja, das hat gereicht. So. Und wir können sie noch einmal aufrüsten. Dafür müssen wir aber jetzt auch wieder Runen einlösen. Ja, ist jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen weniger spannend. Ah, so. Aber dafür werden wir dann eine deutlich stärkere Laterne haben. Das ist jetzt ziemlich cool. So. Wir haben 8200 Runen. Wie viel gebt ihr? 2500. Ich nehme mal zwei. So. Hallo. Geister. So. Wir können sogar nochmal. Dann ist die, glaube ich, aber auch perfekt aufgerüstet, ne? Das ist diese große Geistertal-Lilie, die man nicht so häufig bekommt, ne? Ja, doch, das machen wir. Athena, du wirst absolut the GOAT sein. So, wir haben, ja, 2000 Runen. Das heißt, die beiden müssen wir hier nehmen. Dann haben wir jetzt 7300 Runen. Jetzt habe ich nicht mehr ganz so im Kopf, wie viele wir brauchten. Irgendwie 13.000 oder so. Ja, da nutzen wir auch mal alle. Dann haben wir... Ja, wir haben 13.000, aber ich weiß nicht, ob wir genau die Anzahl jetzt haben, die wir brauchen. Doch, haben wir. Oh, perfekt. Ja. Cool. Die können wir jetzt absolut gar nicht mehr aufrüsten. Ja, heißt, wir könnten halt jetzt nur noch die hier aufrüsten. Ich warte hier jetzt aber noch mal ein bisschen mit der Imitator-Tränenasche. Mir wurde noch eine weitere sehr coole Geisterasche angepriesen. Auf die warte ich jetzt noch, dass die entlarvt wird, dass es die ist. Und die hier wollten wir ja auch noch einmal ausprobieren. Deswegen halte ich die Ressourcen gerade ein bisschen zurück. So. Ob wir hier eine Waffe verbessern können, weiß ich gerade nicht. Wir haben Schmiedesteine bekommen, aber ich glaube, uns fehlt ein Dunkelschmiedestein. Ja. Und hier sieht es mir auch so aus, als würde es da an einem mangeln. Oder mangelt es hier nur an Runen? Nee, es scheitert an Schmiedestein. So. Er scheitert an Schmiedestein. Okay. Haben wir das erstmal hier geklärt. So. Gut, Kinders. Dann geht's jetzt endlich hierhin wieder zurück. Und wir erkunden die Ruine. Wir sollten jetzt wirklich schön stark sein. Also, na, Latena halt, ne? Sonst haben wir nur weitere coole Augen bekommen. So. Jetzt geht's endlich zur Ruine. Wir haben jetzt noch 268 Runen. Also das ist jetzt nicht die Welle. Ich sehe hier einen Bären. Nein, nicht du. Da hinten. Mein Problem mit Bären müssen wir natürlich angehen. Ja, hat echt... Oh. Okay, der war kein Problem. Das war einfach nur ein Bär. Vielleicht sind hier noch mehr. Ruinen des Mondanwesens. Ich nehme mal die Großschildsoldaten, nicht die Wölfe. So, hallo, ich bin hier, um diese Ruine zu plündern. Ah, was ist das? Ah, sind das Albinaurix? Ich habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da ist noch ein Bär. Wo kommt der denn her? So, hier gibt's. Ah, seid am Weg. Hier gibt's ein Item. Ach, oh, das ist nur ein Grabpfeilchen. Nevermind. So spannend war das jetzt nicht. Jo, da. Ja, du bist immer noch nicht sehr ansehnlich. Unangenehm. Jetzt haben wir es gleich, du ekelhaftes Ding. Ah, ich muss mal kurz einen Trank trinken.
Wo bist du? Ach, Ja gut, wir werden vergiftet. Und ich sehe, da geht es rein mit einem Steinschwertschlüssel. Ach, ach! Ihr müsst euch nicht so viel Mühe hier beim Bewachen geben. Ist okay. Aua. Ach, ihr nervig einfach. Ihr nervigen. Weg mit dir. So. Jetzt ist die Frage, gibt es hier zwei Keller? Ich sehe hier absolut gar nichts. Gibt es hier zwei Keller oder nur den einen, für den man Steinschwertschlüssel einlösen muss? Das weiß ich jetzt nicht. Wir investieren gleich den Steinschwertschlüssel. Ich würde mich hier gerne nochmal umschauen. Oh, goldene Rune, Stufe 10. Ich sag mal so. Wenn es hier noch einen Keller gibt, dann sind da meistens Online-Nachrichten verteilt. Verdächtig finde ich gerade, dass meine Geisterasche noch da ist. Also, dass sie noch aktiv sind. Also, irgendwas an Gegner ist ja auf jeden Fall noch. Sieht für mich gerade noch nicht so danach aus, als gäbe es hier noch einen. Ist die Frage, ist die Geisterasche hier, weil ich da vorne in den Ruinen die noch verwenden kann? Bleiben die bis dahin? I don't know. Ich schaue jetzt hier erstmal rein. So. Ach so, das war versteckt, oder was? Ich wittere ehrlich gesagt einen Boss hier unten. Ich wittere gerade aber überall einen Boss. Es ist kein Boss, Kinders. Himmelsbernsteinmedaillon. Okay. Das sieht mir aus, als wäre das für FP. Talisman. Ist da? Da. Jo. Gibt es dazu auch noch was? Das alte Herz des Erdenbaums wird zu Bernstein, dem meistgeschätzten Edelstein des Zeitalters von Godfrey, dem ersten Eldenfürsten. Mhm. Ja. Oh, ob es mir jetzt die Steinschwertschlüssel wert war, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Das ist nett. Es ist kein schlechter Talisman, aber so viel FP brauche ich tatsächlich gar nicht. So, bleibt ihr mir jetzt für diese Ruinen da erhalten oder verschwindet ihr? Scheinen mir erhalten zu bleiben. Gut, dann kämpfen wir hier noch. I guess. Komme ich keine Gegner? Ich verschreie es. Es kommt gleich. Jo. Ich wollte doch sagen, es kommt gleich definitiv was. Oh, das ist ungut gelaufen. Ich glaube, gegen diesen sehr agilen Gegner wären die Wölfe besser gewesen. Die sind ein bisschen schneller als die Großschildsoldaten. Aber die machen ja auf jeden Fall einen guten Job, weil die den Gegner auf sich ziehen, ne? Ah, okay, das war es jetzt an Gegnern. Gut zu wissen. Dann vermute ich jetzt hier aber noch einen Keller. Nicht ehrlich, bitte. Ja, Leute. Ja, die Online-Nachrichten haben es ein bisschen verraten, aber ich sag mal so. Ich hätte es wahrscheinlich tatsächlich selber auch gefunden, weil ich hier mir ziemlich sicher war, dass es hier auch noch dann einen Keller gibt. Deswegen, naja, gut. Gehen wir mal in den Keller rein. Schauen, was der zu bieten hat. Weil, hätte mich gewundert, wenn es jetzt hier nur etwas mit Steinschwertschlüssel gegeben hätte. Und vor allem, hier hinten ist ja nochmal was zum Kämpfen. Klarer Himmel? Achtung, Arme?
Schmiedesteine Stufe 8. Cool. Cool, cool, cool. Mal 3. 3-mal haben wir den bekommen. Ja. Ich glaube, wir brauchen aktuell für unsere hier. Für unser Pixie. Schmiedesteine der Stufe 7. Okay, ja, ich glaube, wir haben hier jetzt tatsächlich alles gesehen. Bei den Ruinen. Ich glaube, hier gibt es auch nicht unbedingt mehr zu sehen. Ich kann in die Richtung nochmal so ein bisschen. Oh, nee, doch, ich glaube, es. Nee, ich habe mich verguckt. Oder? Habe ich mich verguckt? Einen Moment. Nee, ich habe mich verguckt. Ich dachte, hier wäre so ein Ding, was zu Katakomben zeigt, aber. Nee, nee, hab mich geirrt. Ja. Dann sind wir wieder hier. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal hier schon rausgegangen bin und drumherum geguckt habe. Ich glaube aber schon. Es ist schade, dass das hier so zerstört ist, ne? Das wäre ein schönes Gebäude gewesen. Naja, jetzt sind es nur schöne Ruinen. Hat auch nicht jeder. Ich mach mal die Markierung weg. So. Das Loch ist nur noch übrig. Das klingt auch falsch. Wie viele Runen haben wir? Wir haben 11.000 Runen. So, ich weiß jetzt nicht, was mich da unten erwartet, aber nun gut. Hatte schon gesehen, man muss sich hier geschickt fallen lassen. Oh, so viel dazu. Es wäre fast in die Hose gegangen. Ja. Ja, okay, das war jetzt actually irrelevant. Ah, ich hasse solche Höhlen. Ne? Immer viel an ekligen Gegnern. So Ratten oder was weiß ich. Das geht hier aber ganz schön tief rein. Ew. Haus voraus. Ew, was ist das denn? Sind das Finger? Verkrüppelte Finger? Sitzt auf jeden Fall jemand. Irgendwie sehr blutverströmt hier alles. Ring anstecken? Warum sollte ich dir... Ist das Rani? Oh, das sind 4 ab... Rani, was ist denn mit dir geschehen? Oh, du siehst nicht gut aus, Mädel. Ew. Was ist denn mit dir passiert? Du siehst nicht gut aus... Ich möchte mal einmal kurz ranzoomen. Das sieht nicht gut aus. Soll ich einen Arzt holen? Ring anstecken, was auch immer. Okay, also... Ja, das ist der Ring, den du mich aus der Truhe holen lassen hast. Okay, ich habe Rani selber gefunden. Wenn das Rani... Das ist Rani. Also, wem sollte ich sonst Ranis Ring an... Ich habe sonst keinen Ring. Das ist... Ja, doch, das ist Rani, aber... Hä, hey, was ist denn mit dir passiert? Oh, sie hat schon einen Ring. Das fühlt sich nicht richtig an, einer nicht reagierenden, verstümmelten Personenpuppe einen Ring anzustecken. Aber okay, wir machen das. Sie verschwindet? Habe ich was falsch gemacht in der Quest? Habe ich sie jetzt gekillt? Ah, oh, oh mein Gott. Gott sei Dank. Oh, Rani, du lebst. Aber die Szene hier musst du mir jetzt erklären. So, it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more.
Dunkelmond-Großschwert. Will sie mich jetzt hier dazu bringen, doch eine andere Waffe nochmal auszuprobieren? Das müssen wir uns natürlich anschauen. Okay, also ich würde das als Rani-Questabschluss werten, bis wir dann ja Eldenlord sind. Mhm. Ja, ist es doch, das ist doch riesig. Oh, Dunkelmond Großschwert. Es ist ein Großschwert. Löst Frost aus. Oh, bei der Weisheit weiß ich nicht, ob wir das nochmal benutzen können. So schlau sind wir nicht. Weisheit 38 benötigt und wir sind bei 9. Also müssen wir ordentlich was noch an Stufen investieren. Ich glaube, das lohnt sich für uns schon nicht mehr. Weil unsere Punkte dafür, glaube ich, nicht gut verteilt sind. Weil es skaliert auch deutlich besser mit Weisheit als mit Stärke und Geschick. Und wie gesagt, wir bräuchten eine Menge Weisheit, um das überhaupt benutzen zu können. Aber wir lesen es uns mal durch. Ein Mondgroßschwert, laut alter Tradition ein Geschenk der Königin von Caria an ihren Gemahl. Heißt das, Radahn hatte sowas auch? Eine der legendären Waffen. Radagon, hatte der dann so eins auch? Oder hat sogar noch eins? Rannis Siegel ist der Vollmond, kalt und bleiern, und dieses Schwert ist einer seiner Lichtstrahlen. Einzigartiges Talent, Mondlicht-Großschwert. Haltet das Schwert in die Höhe und badet es im Licht des dunklen Mondes. Verstärkt kurz magische Angriffe und erfüllt die Klinge mit Frost. Aufgeladene Angriffe entfesseln Mondlichtsalven. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Gut, dann haben wir das hier geklärt. Ich würde dann tatsächlich hier mal eine kürzere Folge rausmachen, weil es ein schöner Abschluss ist. Es wäre der Liebhaber. Das lese ich nicht vor. Also, sag mal, Elden Ring Community, was ist mit euch los? Kleinen dreckigen. Oh, hier geht's ja noch rund. Oh, ich wollte jetzt gerade hier raus zu einem, Ort der Gnade mich teleportieren. Aber hier geht's ja noch lang. Hier geht es ja noch lang. Wahrscheinlich ist hier auch ein Ausgang. Nee, von hier kommen wir. Idiot. Von hier kommen wir. Ja, von hier kommen... Oh, ich bin so ein Idiot. Nichtsdestotrotz geht's hier trotzdem weiter. naja. Im Kern war es richtig. Na ja, gut, es geht hier einfach nur raus. Ah. Okay. Nun gut. Dann muss man sich nicht irgendwo hin teleportieren. Ja, was ist der Plan? Was ist der Plan dann jetzt? Weiß ich selber noch nicht so ganz. ich würde sagen, wir killen mal hier den Istvan. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt schon. Und gehen nach Nokron, so wie ich das gesagt hatte. Aber ich tippe, der Istvan, das sollte schneller gehen, oder? Hoffe ich. Ja, so, ich gehe da direkt hin, damit ich es nicht vergesse für die nächste Aufnahme. Ja, das ist der Plan. Dann, ich glaube, Altus Plateau. Ich weiß halt nicht, wann ich hier noch den Rest Kaelits irgendwie dazu würfel. Ja, müssen wir mal schauen. Hier der Kristalltunnel von Celia, da haben wir auch noch eine Rechnung mit offen. Fällt mir gerade mal so ein. Wir haben viele offene Baustellen, ist halt das Ding. Also eins, da bin ich mir sicher, dass wir das hier offen lassen. Erstmal noch Haus Vulcan. Das ist mir noch, das ist mir noch ein bisschen zu, nicht zu schwer, so viel gekämpft haben wir da nicht, aber zu, ich kann es nicht beschreiben, ich fühle mich da ganz komisch. Egal. So, bevor ich die Folge jetzt durch Quatschen noch weiter in die Länge ziehe. Wir hatten ein paar 40-minütige Folge, eine, ich glaube, 36- oder 37-minütige. Wir haben jetzt mal eine kürzere, eine knackigere. Also, lasse ich es auch mal dabei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und damit ciao, ciao!